ein tolles Festival, gefällt mir sehr gut. Und ich werde bestimmt das eine oder andere Konzert auch noch als Zuschauer dann ansehen. Das nächste Stück ist eine Eigenkomposition von mir, trägt den Titel Jimmy in Mind. Und es gab mehrere Hammond-Organisten mit dem Vornamen Jimmy, aber einer ist ganz besonders prägend für das Instrument gewesen, das war Jimmy Smith. Und er kommt eigentlich aus dem Blues und deshalb ist das auch ein Blues geworden. Und den werde ich jetzt solo an der Hammond spielen. Das ist eine moderne Hammond, das ist eigentlich eine digitale Hammond. Ich habe noch eine 2060er zu Hause, die wiegt aber doppelt so viel. Nur mittlerweile ist es so, dass die neuen Orgeln, die ihr jetzt gerade hören konntet, dem Sound noch sehr, sehr nahe kommen. Also wenn ich sowas gleiche Leslie spiele, höre ich keinen Unterschied mehr. Und ich spiele das Ding seit 25 Jahren. Jimmy in Mind, in Gedenken an Jimmy Smith, der leider nicht mehr unter uns ist. Thank you.